Moin Leute und tatsächlich euch wieder das FAB Buffalo Auto, das Polizeiauto oder anders gesagt jedes verfickte, geblacklistete Auto in euren MOC abstellen könnt. Wie geil ist das denn? Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einfach einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, nehmt freies Zielen. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Ihr braucht noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Außerdem braucht ihr auch noch generell den Gift-Cast-to-Schrenz-Glitch für diesen Glitch. Der Link zum Video ist natürlich in der Videobeschreibung, aber ich werde natürlich dir alle wichtigen Schritte auch nochmal zeigen. Und außerdem gibt es auch noch ein kleines Problemchen mit dem Glitch. Das werde ich aber gleich, wenn es soweit ist, nochmal genauer erläutern. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, möchte ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Also ich würde sagen, können wir doch mal direkt starten. Als erstes seid in irgendeiner Freundessitzung. Euer Freund kann auch jetzt schon mit in der Sitzung schimmeln, aber er ist erstmal nur als Zuschauer. Denn als erstes holen wir uns solo das FIB Buffalo Auto. Dafür müssen wir jetzt erstmal Simon anrufen und fordern einen Job an. Habt ihr von Simon einen Job bekommen, geht jetzt ins Interaktionsmenü und registriert euch als Security Serv bzw. CEO. Seid ihr jetzt CEO, müsst ihr eine gewisse CEO-Mission starten, und zwar feindliche Übernahme am Los Santos Flughafen. Habt ihr die Mission gestartet, fahrt jetzt dahin. Und ja Leute, ich gebe zu, im freien Zielen ist diese Mission, ja, nicht ganz leicht. Deswegen, wenn ihr habt, fahrt mit dem Kuruma dahin oder sonst irgendwas. Also mein Easy hat hier jetzt, ja, nicht so wirklich gut funktioniert. Aber egal, Leute, ihr habt ja ein bisschen Zeit für die Mission. Wir müssen die Mission jetzt ja nicht beenden, denn wir wollen ja nur das FIB Buffalo Auto da haben. Das bedeutet, wir töten schnell die Leute, steigen ein und fahren weg. Als nächstes müssen wir jetzt die 4 Sterne loswerden. Und ja, Leute, je nachdem, wie schwer euer FIB Buffalo Auto zerstört ist, könnte es ein bisschen schwieriger werden. Deswegen fahrt in irgendeinen Tunnel rein oder sonst irgendwie versteckt, wo die Polizisten euch nicht finden. In meinem Fall habe ich das jetzt geschafft. Ich bin die Polizei losgeworden und ja, mein Auto ist dezent zerstört. Aber das ist nicht schlimm, Leute. Denn als erstes müssen wir jetzt uns aus der Mission wieder rausglitschen. Dafür geht jetzt aufs Handy, geht aufs Jobliste, geht auf den Simon-Job und geht in den Job rein. Seid ihr im Jobmenü geladen worden, geht ihr einfach wieder raus. Und bumm, Leute, ihr seid aus der CEO-Mission draußen. Die CEO-Mission wurde jetzt offiziell abgebrochen, aber das FIB Buffalo Auto steht immer noch da. Wie geil ist das denn? Aber es ist schon, ja, eigentlich echt am Arsch. In meinem Fall dampft das Auto und es macht nichts mehr her. Deswegen zeige ich euch, Leute, wie ihr das Auto jetzt wirklich reparieren könnt, ohne Alice Customs oder sonst irgendwas. Und zwar müsst ihr dafür auf der Karte die Jobs sichtbar haben. Wenn ihr auf der Karte keine Jobs sichtbar habt, müsst ihr ins Interaktionsmenü wieder beim Untermarkierungen sichtbar stellen, aber in meinem Fall sind sie schon sichtbar und ihr fahrt jetzt zu irgendeinem Jobkreis. Seid ihr an den Jobkreis angekommen, fahrt ihr mit dem Auto auf den Jobkreis drauf, steigt aus und drückt die rechte Pfeiltaste, um in den Jobmenü reingeladen zu werden. Seid ihr im Jobmenü drinne, könnt ihr jetzt einfach wieder rausgehen. Seid ihr draußen angekommen, werdet ihr merken, das FIB Buffalo ist weg. Scheiße, nein, haben wir es jetzt verloren? Nein, keine Sorge, Leute, ihr habt es jetzt nicht verloren. Es ist zwar jetzt despawned, aber dafür spawnt es jetzt neu, repariert irgendwo in eurer Umgebung. Deswegen schaut mal oben, ob ihr es irgendwo seht. Meistens steht es am Straßenrand. In meinem Fall habe ich jetzt gefunden, das Auto ist niegelnagelneu, ist kein Kratzer dran. Das bedeutet, ist jetzt perfekt vorbereitet für diesen Glitch. Denn wir haben jetzt das Auto, was wir uns ins MOC reinstellen möchten. Als nächstes trefft ihr jetzt euch mit eurem Freund am Casino. Und ganz wichtig, Leute, euer Freund muss jetzt in den gewissen Modus für ein Giftcast to Friends. Deswegen zeige ich euch jetzt nicht, wie man in diesen Modus reinkommt. Das ändert sich ja sowieso gefühlt jede zweite Woche. Deswegen schaut einfach mal auf meinen Kanal, welcher Giftcast to Friends gerade der aktuellste ist. Verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung. Auf jeden Fall muss euer Freund jetzt in diesen Out-of-Radar-Modus. Seid jetzt am Casino angekommen und habt euer MOC bestellt und euer Freund ist in Out-of-Radar-Modus, können wir das Ganze jetzt auch weitermachen. Und ganz wichtig, Leute, das Auto, das FIB Buffalo in meinem Fall, darf auf gar keinen Fall irgendwie außer Blickfeld geraten. Das bedeutet, euer Freund muss das Auto immer, ich betone, immer im Sichtfeld haben. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, Leute. So, als erstes hole ich jetzt meine Sanchez aus dem MOC raus. Und wie gesagt, Leute, euer Freund muss jetzt das Auto immer im Sichtfeld behalten. So, ich habe jetzt meine Sanchez rausgeholt. Euer Freund steigt jetzt einfach auf. Ist euer Freund aufgestiegen, fahrt jetzt zum MOC und drückt die rechte Pfeiltaste. Ihr werdet jetzt merken, dass die Lampen jetzt angegangen sind, aber dass ihr nicht reingezogen werdet. Deswegen könnt ihr jetzt eurem Freund sagen, ey, steigt mal bitte ab und steigt mal wieder auf. Hat euer Freund das gemacht, könnt ihr jetzt zum Casino Parkhaus fahren.
Und ganz wichtig, Leute, euer Freund muss das Auto immer noch immer im Sichtfeld behalten, da sonst despawnt es. Es ist, wie gesagt, wirklich sehr wichtig, Leute. Seid ihr jetzt Richtung Garage gefahren, wählt ihr jetzt das Parkhaus aus. Ganz wichtig, Leute, ihr wählt jetzt das Parkhaus aus und nicht die Penthouse-Garage. Ihr werdet jetzt einen endlosen Ladescreen haben. Habt ihr einen endlosen Ladescreen, ihr seht ja so das Casino, geht jetzt ins PSL-Menü und sucht jetzt jemanden raus, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir gucken jetzt in irgendeiner Community oder Freundesliste und schauen, wer jetzt GTA spielt. So, in meinem Fall habe ich jetzt einen Spieler gefunden, der jetzt GTA spielt und wir müssen jetzt testen, ob der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir gehen jetzt auf Beitreten. Jetzt wird sich die erste Meldung GTA laden, also die Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr den beitreten möchtet. Drückt jetzt wieder die doppelte PlayStation-Taste, geht wieder auf diese Beitrittsmeldung, geht auf Beitreten. Und wenn jetzt besagte Spieler einen anderen Zielmodus habt ab hier, müsste sich jetzt die Meldung ändern. Denn jetzt müsste in GTA stehen, ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Kommt diese Meldung nicht, dann hat der besagte Spieler den gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. In meinem Fall habe ich jetzt jemanden gefunden, der einen anderen Zielmodus habt. Denn jetzt müsst ihr warten, bis euer Freund sagt, ey, du bist sichtbar. Denn vorher konnt ihr diesen Glitch jetzt nicht machen. In meinem Fall hat jetzt gerade mein Freund gesagt, jo, du bist sichtbar, ich bin ready. Dann habt ihr gesagt, ja, ich habe jetzt auch einen, der einen anderen Zielmodus hat. Denn jetzt passieren ein paar Sachen gleichzeitig. Euer Freund steigt jetzt vom Motorrad ab und tritt mit Kreis mehrmals gegen euer Motorrad. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, Leute. Und natürlich, dass das Auto, das FAB Buffalo Auto, nicht aus den Augen verlieren. Das ist wiederum wirklich ganz wichtig, Leute. Und ihr werdet jetzt in die Parkhausgarage reingezogen. Und sobald ihr einen schwarzen Ladescreen habt, drückt ihr wieder die doppelte PlayStation-Taste, geht auf Beitreten, akzeptiert diesmal die erste Meldung mit X und die zweite Meldung, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet, bricht ihr mit Kreis ab. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr euren Charakter stehend irgendwo und nirgendwo stehen und ihr werdet merken, dass euer Charakter durch die Map fällt. Fällt euer Charakter durch die Map, drückt jetzt die Optionstaste, geht auf Online und geht auf Criminal Starter Pack. Seid ihr auf Criminal Starter Pack gegangen, geht einfach wieder raus. Und ihr werdet merken, Leute, dass ihr kurze Zeit später auf der Oberfläche spawnt. Dann habt ihr soweit alles richtig gemacht. By the way, Leute, kommt dieser Schritt mit dem Criminal Starter Pack nicht, dann hat der Part, dass euer Freund gegen das Motorrad tritt, nicht funktioniert. Und müsst das einfach nochmal von vorne machen. Aber gut, in meinem Fall hat es ja funktioniert. Jetzt lehnt sich euer Freund gegen das MOC, so hier wie bei mir. Und natürlich, Leute, euer Freund darf, wie gesagt, nicht das Auto aus den Augen verlieren. Gut, ihr geht jetzt zum blauen Kreis und geht das auf alleine beitreten. Ihr werdet jetzt wieder einen endlosen Ladescreen haben. Das merkt ihr, dass ihr unten rechts nur die weiße Ladeschnecke habt, aber ohne, dass da steht Ladevorgang. Habt ihr das, drückt ihr wieder die doppelte PlayStation-Taste oder sucht euch jemanden wieder raus, der einen anderen Zielmodus hat und gehen auf Beitreten. Die erste Meldung, die sich jetzt in GTA laden wird, ist dann natürlich wieder die Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Hier drückt ihr nichts, Leute. Denn ihr drückt jetzt wieder die doppelte PlayStation-Taste und geht jetzt auf nochmal beitreten. Und wenn dann besagte Spieler einen anderen Zielmodus habt, müsste sich bei euch jetzt in GTA die Meldung geändert haben. Ändert sie sich nicht, dann hat er den gleichen Zielmodus wie ihr, ist unbrauchbar für dieses Glitch. Aber in meinem Fall hat er einen anderen Zielmodus gehabt. Ich habe jetzt hier die Meldung, ob ich sicher bin, dass ich den Zielmodus ändern möchte. Ihr müsst jetzt hier nur noch Kreis drücken, Leute. Das ist ganz wichtig, Leute. Einfach nur Kreis drücken und boom, ihr seid unsichtbar. So, jetzt muss das Ganze auch ein kleines bisschen flott gehen, denn euer Freund kann sich jetzt aufhören, gegen mein MOC zu lehnen und geht jetzt zum gewünschten Auto. In meinem Fall das FIB Buffalo Auto. Denn euer Freund, wenn das nicht schon geschehen ist, muss jetzt die Fahrertür aufmachen. Das ist ganz wichtig, Leute, dass er die Fahrertür aufmacht und dass die auch offen bleibt. Denn es ist gleich fürs Timing eine große Hilfe. Dann euer Freund platziert jetzt irgendwie die 3 Haftbomben an das Auto. Ja, richtig, Leute, ihr habt richtig gehört, 3 Haftbomben. Denn als nächstes entfernt sich euer Freund wieder und ich erkläre es jetzt schon mal vorab. Ihr steigt gleich ein und werdet theoretisch in euer MOC reingezogen. Und währenddessen zerstört euer Freund das gewünschte Auto. Und das ist so ein krasser Timing-Part, dass das schwer zu abzustimmen ist. Trotz Party, trotz irgendwas, deswegen die offene Tür. Denn ihr lauft jetzt unsichtbar gegen die Tür und drückt Dreieck. Ihr werdet damit automatisch die Tür zuschlagen. Und sobald die Tür zugeschlagen wurde, heißt es für euren Freund, okay, ich muss die Haftbomben explodieren lassen. Und ihr steigt da gleichzeitig ein. Und vielleicht klappt es nicht bei First Try, obwohl es hier bei der Aufnahme sogar First Try geklappt hat. Aber bei Second Try klappt es auf jeden Fall, denn ihr werdet dann jetzt in euren MOC reingezogen und boom! Das Auto bleibt in eurem MOC drinne, obwohl das eigentlich geblacklistet ist. Eigentlich müsste es sofort verschwinden. Hier eine Aufnahme, wo zum Beispiel das Streifenwagen sofort verschwindet, weil wir den Glitch nicht richtig hingekriegt haben. Aber in meinem Fall habe ich das jetzt hinbekommen, das FIB Buffalo Auto steht jetzt in meinem MOC. Wie geil ist das denn?
Aber Leute, ich habe ja gesagt, es gibt noch ein kleines Problemchen mit diesem Glitch. Ja, das gibt's tatsächlich, das tut mir auch leid. Das Auto ist ja geblacklistet. Das bedeutet, ihr könnt es theoretisch nicht abspeichern. Es würde wieder verschwinden, sobald ihr aus dem MMC rausgeht, GTA schließt oder sonst irgendwas. Aber Leute, ich sage ja theoretisch. Was meine ich mit theoretisch? Naja, also es gibt seit längerem das Gerücht mit diesem Glitch, dass es möglich ist, das FIB Buffalo Auto abzuspeichern bzw. sogar zu merchen. Aber der Founder dieses Glitches möchte uns es leider nicht sagen, deswegen müssen wir es uns praktisch jetzt selbst aus der Nase ziehen, wie wir das jetzt hinkriegen. Also tatsächlich, Jan und ich haben schon ein paar Tage lang ausprobiert, so manche Sachen, ob das vielleicht da klappt oder nicht. Also um es kurz zu fassen, wir haben es noch nicht die richtige Lösung herausgefunden. Deswegen Leute, könnt ihr auch mal selbst hier ausprobieren, was ihr als nächstes machen würdet mit dem Auto, was ihr versuchen könntet, irgendwelche anderen Glitches oder andere Sachen, die ihr versucht mit dem Auto anzustellen. Und wer weiß Leute, vielleicht findet ihr die goldene Lösung, das FIB Buffalo wirklich abzuspeichern und sogar zu merchen. Aber so genau wissen wir es halt leider auch nicht. Wir testen ein bisschen, also wir gehen auch davon aus, dass wir für den Glitch generell, um das Auto wirklich abzuspeichern oder zu merchen, gehen wir davon aus, dass wir 4 bis 5 Leute brauchen. Deswegen werden wir auch mal in naher Zukunft mal eine kleine Glitch-Lobby aufmachen und einfach mal versuchen, das Auto wirklich mal abzuspeichern und auch zu merchen. Und falls ihr mir jetzt nicht glaubt, hier habt ihr ein kleines Beweisfoto oder ein paar Beweisbilder von YouTuber, der es halt geschafft hat, der uns leider nicht die Lösung sagen möchte, der netter Typ. Auf jeden Fall, ne, es ist scheinbar möglich. Ne, das, man sieht auch, dass es hier tatsächlich auf der PS4 aufgenommen wurde, weil es, ne, war nämlich scheinbar ein Livestream auf der PS4. Deswegen, ja, was soll man sagen? Also, wir wissen halt noch nicht genau selbst, was wir jetzt hier machen müssen. Wir testen rum und sobald wir die Lösung gefunden haben, werden wir es natürlich auch hochladen, wie ihr das verdammte FIB Buffalo Auto abspeichern könnt und sogar tunen könnt. Aber wir müssen halt diesen Glitch noch herausfinden und das ist halt ein bisschen Arbeit. Deswegen, Leute, versucht euch auch mal selbst an diesen Glitch. Vielleicht schafft ihr es ja, den heiligen Gral zu finden. Wenn ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, schreibt mich auf PSN an, wenn ihr was gefunden habt, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber für die Leute, die sagen, hey, cooles Video, gefällt mir generell hier, könnt auch mal einen fetten Daumen fürs Video da lassen. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches oder in diesem Fall Halbglitches verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat, bleibt gesund. Ciao.